Wenn man sieht, wie Dinge heute laufen und weiß, wie man es besser machen kann, dann will man es auch besser machen. Also jetzt hier in unserem konkreten Fall, wir helfen natürlich der Bank selbst, wir helfen den Kunden, wir helfen anderen Stakeholdern, am Ende des Tages auch uns selber. Das macht einfach Spaß. Als mir dann die Frage gestellt wurde, hast du Lust, dich mit einer digitalen Plattformlösung für die öffentliche Hand zu beschäftigen, war sowieso schon mal klar, natürlich habe ich da Lust drauf. Kommuno ist eine digitale Plattform für Kommunalfinanzierung. Das heißt, die Kommune, die einen Kredit sucht, wird mit der Bank, die der Kommune gerne einen Kredit geben möchte, zusammengebracht. Und dabei unterstützen wir. Wir vereinfachen den Prozess und geben gleichzeitig mehr Sicherheit. Das war an sich ein ganz interessanter Start. Wir haben ja mitbekommen, dass einige Startups, die hatten Plattformen kreiert. Und wir haben uns dann immer wieder die Frage gestellt, was passiert da eigentlich gerade? Sind das jetzt Leute, die mit einer Idee kommen, die das Geschäft revolutionieren? Und müssten wir dann als Helabank uns dann nicht die Frage stellen, wollen wir gestalten oder wollen wir gestaltet werden? Wir haben uns dann entschlossen, es selber zu machen. Wir haben dann auch einen Partner gefunden mit LPA. Gemeinsam mit denen konnten wir dann eben ein neues Produkt entwickeln. Die Helaba ist ein langjähriger Weggefährte von LPA. Und ich glaube, am Ende kommt es hier nicht nur darauf an, der Erste zu sein, sondern vor allen Dingen das Projekt auch gut umzusetzen. Und genau das haben wir durch die Kooperation mit der Helaba hier zusammenbringen können. Schnelligkeit, Exzellenz, es passt genau auf die Bedürfnisse. Bei uns schafft nämlich der Bedarf das Angebot und nicht umgekehrt. Das heißt, wir haben uns sehr engagiert für die Belange unserer Kunden und haben immer wieder neue Anläufe unternommen, bis die Dinge umgesetzt waren. Das ist das, was die Kunden honoriert haben. Die Verantwortung, die damit einhergeht, dass nach wie vor Menschen miteinander sprechen müssen. Man kann die Prozesse noch so digital gestalten. Nichtsdestotrotz wird es erst gut werden, wenn noch Kommunikation und Kontakte weiter bestehen. Der Kundenbetreuer ist jetzt sogar noch ein viel wichtigerer Wettbewerbsvorteil geworden, denn der ist jetzt ja ein differenzierendes Kriterium zwischen den Banken. Wir achten eben darauf, auch im Rahmen unseres öffentlichen Auftrages, dass wir nicht mit Ideen in den Markt gehen, die dann uns nachher möglicherweise um die Ohren fliegen. Auf dieser Basis, auf einer, ich würde mal sagen, einer Offenheit, einer Flexibilität, einer Neugierde, den Mut, sich auf etwas einzulassen, ohne genau zu wissen, was jetzt das Ende der ganzen Geschichte sein wird. Das sind, denke ich, alles die Eigenschaften, die man in der Zukunft stärker ausbilden muss. Aber ohne das solide Know-how und ich würde mal sagen, die Grundsolidität, die ich für eine Bank eben haben muss, ohne das geht es natürlich auch nicht.